Moin Leute, in dem Video wollen wir euch zeigen, wie man das Exo-Automatikgewehr Kvotov oder wie immer man sie ausspricht, bekommt. Die allererste Waffe von Destiny, die es damals gab, wie man neu gestartet ist. Ganz einfach, es gibt zwei Möglichkeiten, die Exo zu bekommen. Erstens, ihr macht, also entweder habt ihr sie noch, die alte graue Waffe, oder ihr nehmt eine neue, wie heißt es, ihr macht einen neuen Charakter und macht die ersten Missionen, bis ihr beim Turm seid und legt das Ganze in die Bank. Und zerstört die Waffe, dann bekommt ihr nämlich dann auch das Exo, also die Exo-Aufgabe. Oder es gibt eine Möglichkeit, wenn ihr gelbe Hexen, gelbe Ritter in dem neuen Gebiet auf der Erde killt, bekommt ihr so einen Schlüssel, ein Relais, Entschuldigung, ein Relais, ich glaube Splicer-Relais heißt es. Damit könnt ihr zu dem Gebiet zurück, wo die allererste Mission damals war. Da ist eine verschlossene Tür, die könnt ihr aufmachen und da in dem Bereich dahinter ist dann eine Kiste, wo ihr die Waffe auch drin habt. Also ihr könnt das so oder so machen, wie ihr möchtet. Sobald ihr das habt, bekommt ihr eine Mission, die euch auf den neuen Turm, im Prinzip den neuen Treffpunkt bringt, wo ihr die Aufgabe abgeben müsst und es startet eine Suchaufgabe. Da müsst ihr zwei verschiedene Items finden, das eine zehnmal, das eine dreimal. Ist ganz easy, das Item, was man zehnmal sammeln muss, da müsst ihr einfach Gegner in dem neuen Gebiet töten, die droppen eigentlich ziemlich zügig, so circa 50 Gegner. Bei dem zweiten, die müsst ihr aufsammeln, das sind drei Stück. Ich habe auch in dem Video alle drei in einem Laufweg zusammengefasst. Ist eigentlich ganz easy, kommt auch gleich, ich habe das alles ein bisschen gespult. Was ganz gut zu beachten ist, die Teile sind nicht in dem neuen Gebiet, sind zwar in dem alten Erdegebiet, aber ihr müsst, wie jetzt hier auch gerade zu sehen ist, in dem neuen Gebiet starten. Also ist ganz, ganz wichtig. Ihr müsst in dem neuen Gebiet starten, müsst dann rechts lang laufen, wo ich auch lang gelaufen bin, und jetzt hier hoch und dann kommt ihr ja zurück zum alten Erdeteil. Weil nur so werdet ihr die Teile finden, weil wenn ihr ganz normal auf der Erde startet, werdet ihr die Teile nicht finden. Zumindest habe ich so nicht gefunden. Ich habe sie nur gefunden, wenn man hier über die Seite gestartet ist. Das ist ganz wichtig, dabei zu beachten. Einfach dem Weg folgen ist eigentlich ziemlich einfach. Sobald man das geschafft hat, bekommt man eine neue Mission, die man auf der Erde starten kann. Die ist am Ende auch noch ein bisschen zu sehen, wo man gegen einen Captain kämpfen muss. Und ja, eigentlich easy. Wir haben sie zu zweit gespielt, weil Lichtlevel 320 war jetzt vorausgegeben. Es war ein bisschen kniffliger. Aber geht eigentlich. Also kann man ganz locker machen. Die Waffe ist auch ziemlich gut, also ist wie damals, lässt sich gut spielen, hat auch zwei Ornamente zum Verändern. Also würde ich sagen, viel Spaß beim Zuschauen des Videos. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wäre cool, wenn ihr vielleicht ein Like oder einen Kommentar da lasst, ob es euch geholfen hat. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, einfach vielleicht ein Abo da lassen oder einfach auch schreiben. Und wir hauen auf jeden Fall noch mehr Guides für Exo-Waffen oder generell Guides für das Destiny Rise of Iron DLC raus. So, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ablaufen des Weges, beim Sammeln der Items und viel Erfolg. Bis dann.